Guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Hier im Zimmer ist gerade ein bisschen arg kalt und ich weiß gar nicht warum. Gut, draußen ist kalt, aber im Zimmer soll es eigentlich warm sein. Vor allem, wenn die Kiste läuft. Mein Antriebssteller funktioniert nicht. Warum? 21 Grad müssen reichen. Okay. Das ist das Problem, wenn man Technik im Haus verbaut hat, die nicht immer so tut. Dann fangen wir mal an. Guten Abend. Da ich es ja eigentlich schon letzte Woche versprochen hatte, bauen wir heute mal weiter. Der Stand vom letzten Mal war noch, wir haben hier dieses Wasserloch versucht irgendwie zu füllen oder sind immer noch dabei, herauszufinden, wie diese Wassermechanik hier funktioniert, dass es hier ein See ist und nicht einfach nur ein Loch mit Wasser unten am Boden. Wieso habe ich verworfene Frames? Wie ist die Bildqualität? Läuft gerade alles? Mir wurden gerade verworfene Frames angezeigt. Jetzt beruhigt sich es wieder. Hat OBS Schreck von meinem Bild bekommen. Eieiei. Planen weiterhin hier Großstadt. Bild passt. Perfekt, danke. Großstadt. Und hier so Kleinstadt. Wobei ich mir mittlerweile überlegt habe, wenn wir uns die Maps so angucken. Hier sind also Flecken, wo keine Ressourcen sind. Hoffe ich doch mal. Ja. Kaffeefahrer habe ich noch nicht gefragt mit der Frage und ich bin etwas leise. Moment. Dann spreche ich einfach ein bisschen mehr ins Mikrofon. Ich bin auch etwas verschnupft schon wieder. Ist die Arbeitsallergie. Deswegen näsle ich heute auch wieder ein bisschen mehr als sonst. Was ich mir überlegt habe, diese kleinen Flecken hier werden einfach Ortschaften. Da kommt kein Asiat. Erst hatte ich mir überlegt, Industrie. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist, dass der hier so Öl zwischendrin ist, was ja dann dafür sorgt, dass hier nebendran immer ein bisschen schlechtere Luft ist. Müssen wir mal gucken. Aber erstmal müssen wir ja sowieso hier weitermachen. Wir haben halt überlegt, dann hier so Industrie, wo hier ja ein perfektes Hafenbecken ist. Top, top. Hafenbecken ist, dass hier Industrie dann ist. Aber da müssen wir, wie gesagt, sowieso noch ein bisschen bauen, bis wir die Dinger haben. Passt also. Da werde ich mir vorher noch jegliche chemikalischen Dinge, die man früher verschrieben bekommen hat und heute der Arzt nicht mehr verschreibt, reinpfeifen. Die helfen dann und dann ist alles gut. Aber das werde ich mir definitiv nicht entgehen lassen, Weihnachtsmarkt. Das ist ja. Wo kommt man da hin? Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob man hier auch Businessbereich machen sollen. Hopp, halt. Nein, 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 nein. Direkt verklickt. Du darfst auch noch keinen Alk trinken. So. Wenn wir da unterwegs sind, bin ich ja auch noch verantwortlich als der Ältere. Ach du Scheiße. Ja, du da. Ja. Aber nein.
nicht den Alkohol, den du normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt trinken würdest. Was habe ich jetzt hier rechts geklickt? Boah, meine Mausempfindlichkeit. Ist irgendwie gerade extrem sudelig. Tag-Nacht-Wechsel hatte ich wieder angemacht. Ich habe ein bisschen was getestet. Aber von der Helligkeit kann ich das nicht anschalten. Solle. Sonst erkennt ihr ja nichts. Ist auch besser so. Warum werdet ihr hier oben europäisch? Ah, okay. Das passt. Weil das hier ein anderer Distrikt wird. Ich vergaß. Mit Honig. Man kann schon Met trinken. Die Stege, das ist immer noch so was. Warum haben. Na egal. Nein, ich möchte jetzt nicht neu starten wegen einem Windows-Update. Ach du Jemine. Und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, was hier im Hintergrund so rumrödelt. Jetzt wissen wir's. Windows hat mal wieder ein Update gemacht, ohne mich zu fragen. Wir brauchen mehr Business-Bereich. Ja, die kann ich mittlerweile abreißen. Ein Mod, den ich dazugefügt habe, ist diese Ansicht hier unten, wie ihr seht. Was wollen die? Was erwarten die, dass es besser wird? Neben gut gebildeten Bürgern, die ich anscheinend noch nicht habe. Da sieht man hier zum Beispiel, Feuergefahr ist noch zu groß. Universität ist gar nicht erfüllt. Cargo, wieso haben die Cargo? Transport ist also so Bus und bla. Polizei bessere Abdeckung und Gesundheit bessere Abdeckung. Feuerwehr fehlt noch eine große. Eieiei, da fehlt ja einiges. Abfüllen hier. Ich muss mal kurz. So, da bin ich wieder. Können wir nicht irgendwo einen größeren. So einen Touri-Bereich oder sowas machen? Ist hier eine Ressource? Oder warum ist der Boden da so anders? Nö. Sah optisch so aus, als wäre hier die Farbe etwas anders, was ja immer der Hinweis darauf ist, dass irgendwo eine Ressource vergraben ist. Wie ja hier zum Beispiel. Was kostet denn das? Polizei haben wir auch kein großes Revier. Du kostet 75.000.
Schön. Was wir machen können. Blub. Wer hier wohnen will, kann auch ein bisschen mehr zahlen. Kredits bekomme ich keinen. Na komm, zahlen, nehmen. Zahlen, nehmen. Jetzt sind wir bei 68. Hier machen wir ein Dreieck hin. Ja, Dreieck. Dreieck. Verbinde die vier Punkte und mach daraus ein Dreieck. Nein. 2 breit. Das hier können wir abreißen. Jo, passt. Dann können wir den Wasserturm auch mal verlegen. Der ist da ein bisschen im Weg. Ja, warum nicht? Passt, da fällt er nicht ganz so auf. Da können sich dann auch die Sprayer dran vergütlichen, ohne dass sich jemand aufregt. Erstmal die Auf- und Abfahrt nehmen basteln. Wenn ich überhaupt noch Platz habe. Ort bereits belegt. Warum? Muss ich es wieder umgekehrt bauen? Na, das geht nicht. Ort bereits belegt. Andere Seite. Ort bereits belegt. Also die Mechanik, da stehe ich immer noch ein bisschen auf dem Kriegsfuß jedes Mal. Nicht doch. Jetzt sieht es zumindest mal nach einer halbwegs vernünftigen Abfahrt aus. Auffahrt in dem Fall. Nein. Wisst ihr mich? War nicht gleich so. Das passt. Jetzt noch den Distrikt. Ah, ne, der Distrikt passt schon. Hier wieder möglichst nicht die Auffahrt mit Ampeln zupflastern. Mimi Braunmops, ja, was heißt da Schlimmes? Atze, also, das ist hier alles hochprofessionell, mathematisch durchdacht. Oder so. Rollmops, wie geht's dir? Also ich habe schon einen Plan von dem Spiel gehabt, irgendwie. Also eine Idee. Sicher das. Und guten Abend, Spartaner, wie geht's dir? Was macht das? War Thunder Salt. Und ich möchte eigentlich nicht, dass hier die. Doch, möchte ich. Mama.
Zu, so. Jetzt haben wir auch wieder genügend Businessbereich. Und wir können den nächsten Block hier, das ist ja auch so ein Punkt, wo man machen muss, so Alrutsch hier jetzt die Gebäudeart ändern, damit hier die Hochhäuser wachsen. Ich könnte natürlich auch alles allerdings verschwinden, dann, wie ihr seht, dummerweise die Gebäude, bevor was Neues gebaut wird. Was heißt, die Leute verschwinden? Ist ein bisschen blöd. Holmops, herzlichen Dank für deinen Host. Jetzt darf ich am Keksebuffet, wo ich hier angesammelt habe, bedienen. Milch gibt's rechts. Dieses Flugzeug hat keine Bewaffnung. Zivilmaschinen eingeführt worden, ist schon April oder was? So, dann können wir uns hier mal ein bisschen. Was ist das hier? Oberschule. Oberschule. Da fehlt ein Park. Park. Was nehmen wir denn da? Na, tropischer Garten neben der Oberschule ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Oberschule ist ja so Realschule, Gymnasium, Hauptschule. Nee, die wollen andere Sachen. Die wollen andere Sachen. Was wollen die denn? Auch kein Platz. Tennisplatz? Nee. Basketballfeld. Das kommt schon eher hin im Basketballfeld. Passt hier mal wieder nicht. Neben der Oberschule, das passt schon eher. Wo ist es denn? Da. Ein Skateboardpark. Natürlich. Passt auch noch mehr. Und jetzt ein paar Bäumchen. Tuace, wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Wie ist die Lage in WoW? S, Entschuldigung. Ich vergesse immer das S hinten. Machen wir da noch einen Weg rein. Dann machen wir noch einen Weg rein. Kommt. Ein kleiner, gemütlicher Fußweg. Halt, falsches Tool. So. Ach, komm schon. Habe ich die Parkbank noch? Hm. Nein, habe ich gerade nicht mehr, weil das eins der Assets war, die nicht mehr gingen. Mist. Dafür haben wir Bäume, Blütenbaum. Ich habe doch das Tool wieder. Naja. Ich dachte, ich hätte dieses Linientool wieder aktiviert. Wo man Bäume dann an der Linie aufziehend hinstellen kann, aber scheinbar doch nicht. Da kann ich nicht hin.
Durchwachsen heute. Alles andere macht keinen Sinn heute. Warum denn? Mit dem letzten Satz meinte Atze jedem außer ihm. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Sollen wir hier so. Oh, so ein Urwald. Riesenmammut-Ding. Wie schaut denn das aus? Der sticht ein bisschen heraus. So ein bisschen. Mein Freund der Baum. Den Rest lasse ich mal. Ich hoffe, dass die ganzen Assets, die ich da habe, bald wieder ladbar sind. Und dann können wir da so ein paar Parkbänke und sonstiges Zeugs hinbauen. Bis später, Xeon. Schönen Abend noch und richtig Grüße aus. Ja, der Baum muss weg. Der Mammutbaum passt an dieser Stelle einfach nicht. Der fällt zu arg ins Auge. Spartaner, gib mal einen Bindestrich Erfehl. Wenn kein CW ist, ja. Der alte Gladenwurm-Mensch da. Wir haben das Geld für Feuerwehr oder Polizei. Was machen wir denn? Mit AI, also Luft R. Und Ausrufezeichen, nicht Bindestrich. Niemals ist es die Feuerwehr. Ausrufezeichen. Habe ich Bindestrich? Oh. Kaum wieder ein Tag in der Arbeit, schon ist Hirnblä. Ja, das war klar. Jetzt habt ihr Pech gehabt. Timeout. Also, Cooldown. Aber der Bot spricht. Dank dafür an Spartaner. Ich habe mir jetzt den Ankh-Bot installiert und er läuft auch, wie ihr seht. Ich brauche Strom, Strom, Strom. Habe ich nicht schon ein Ölkraftwerk hingepflanzt? Oh, da brennt's. Doch, habe ich. Habe ich hier Feuerwehren? Gut, ich habe hier Feuerwehren. Warum ist meine Stadt so stromhungrig? Ja, was heißt einfacher? Des Commands kann er nicht, weiß es nicht. Er tut. Einfacher ist relativ. Die Menüs sind halt gleich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Bitte weitergehen. Dazu muss die Wette erstmal offen sein. Mann, 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 hast du überhaupt schon Nüsse? Dass du überhaupt 10 setzen kannst? Hä? Bei City Skylines ist mir jetzt ehrlich gesagt keine Wette eingefallen, wo man wetten könnte.
Deine Aufgabe, Hörnchen stressen. Ich war heute schaffen, vergiss es. Ich gucke aber mal, eigentlich müsste das ja ein Standardbefehl vom Angbot sein, aber irgendwie doch nicht. Ich weiß es nicht. Das fällt mir, Atze. Ich bin so geizig. Nein, bin ich nicht. Ich kann, Wette können wir mal testen. Aber wie gesagt, die macht jetzt hier für das Spiel, was ich da eingerichtet habe, bisher keinen Sinn. Betting. Load. Start. Schon wieder Strom, ey. Was machen die Leute? Strom essen oder was? Ist ja grausam. Während wir aufs Geld warten und der Strom sich langsam. Ach du Jemine. Habe ich beim Budget? Nö, habe ich eigentlich angepasst. Ah. Das können wir nach oben schrauben und das da. Ja, wir wollten überfüllte Schulen. Aus dem simplen Grund: Es gibt keine große Grundschule. Was natürlich dazu führt, dass hier die Schulen überlaufen sein werden. Ja, wie ich sehe, funktioniert das Wettsystem auch nicht. Beschwerden über das Ganze jetzt bitte an Spartissel, der hat mir diesen Bot empfohlen. Er ist schuld, nicht ich, er ist schuld. Gut, ich hätte mir die Bedienungsanleitung durchlesen können, aber als gute Informatiker macht man sowas nicht. Sondern vertraut darauf, dass man schlau genug ist, das Ding einzurichten. Also Spartaner ist schuld. Wortwörtlich, muss wehtun. Kann ich schon mal ausprobieren. Ich möchte es nicht. Rollmops, danke fürs Reinschauen und danke für den Host. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Eigentlich sollte er auch irgendwann mal von sich aus sagen. Ach doch, nee, ich sehe es hier. Es wurde einmal Absturz mit Baum und einmal Absturz durch Abschuss angezeigt. Aha. Hab euch auch lieb. Ich kann hier nur Stopp drücken. Ich kann noch nirgends eine Nummer angeben. Und eigentlich hatte ich einen Timer aktiviert, der dann hier ablaufen sollte und dann automatisch. Aber lassen wir das. Ich drücke jetzt mal Stopp. Und wo sage ich jetzt, was gewonnen hat? Derweil, Feuerwehr haben wir, dann kann man Polizei setzen. Passt die Polizei da unten drunter? Nein, kann man nicht mehr setzen.
Weil ich kann in meinem Tool hier jetzt nichts sagen. Und der Wasserstand steigt auch nicht mehr. Wasser hätten wir eigentlich noch ein bisschen. Aber der Kanal. Nee. Klappt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Entschuldigung. Polizei. Dankeschön. Die Feuerwehr da. Wo ist er denn? Hier. Setz mal einfach mal nach da unten. Nicht genug Geld. WBS. Was gibt's denn Leckeres? Na komm, gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld, gib mir Geld. Und das ist Geld auch schon wieder weg. Müllabfuhr. Kollegen, da sind zwei, die gern Müll abgeholt hätten. Von der Kapazität haben wir eigentlich noch mehr als genug. Toll, jetzt habe ich auch Hunger. Warum sagst du sowas? Ah, ich habe gefragt, scheiße. Bin ich auch noch selber schuld. Aber eigentlich bin ich ja noch ein bisschen gesättigt von dem Burger von gestern. Und die ist so lecker. Dein Meersalz vom U-Boot fahren kannst behalten, Ace. Guten Abend, Honka. Willkommen im Stream. Wo du siehst, wie ich auf Geld warte und an meinem Tümpel verzweifle. Der entweder überläuft oder sich nicht füllt. Je nach relativer Position. Ja, Ace, das ist mir schon klar, dass dich das voll freut. Hey. Aber soll ich dir was sagen? Rat mal, was es heute zum Mittagessen bei uns in der Kantine gab. Genau, Currywurst. Heißt nicht, ich hätte nicht schon wieder Lust auf eine, aber ich hatte heute schon eine. Ja, ist ein bisschen schwer. Also wenn ich hier den Kanal wegmache, dann sorgt dieses Teil dafür, dass hier alles überläuft. Wenn ich den Kanal hinmache, habe ich zwar eine schöne Wasserverbindung, aber mehr als Wasserspiegelhöhe bekomme ich auch nicht hin. Ist ja auch ein bisschen logisch, muss man dazu sagen. Kann ja nicht sein, dass das Wasser hier so gefühlt 20 Meter höher ist und dann hier geht ja nicht. Müssen wir halt auf einen Tsunami oder sowas warten. Atze sind wir gar nicht. Sind wir gar nicht. Ach, lassen wir mal die Geschwindigkeit weiterlaufen. Dass hier gerade Personen verschwunden sind, lag daran, dass ich hier die Gebiete umändere. Ich krieg schon wieder Kopfweh, wenn ich die KI sehe.
Haben Sie die Optionen wieder zurückgesetzt? Eine Sekunde. Optionen, Traffic Manager. Sehr hoch, bla 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 bla. Ja. Es sind drei Spuren auf drei Spuren und alle quetschen sich auf die Östers. Ich wäre einer von denen, die sich hier durchquetschen würden. Oder nee, hier die schnellste, die linke nehmen, die rechte nehmen würden. Und sich dann hier geradeaus durchquetschen und dann auf der. Naja. Ah. Sorry, Ace. zeig mal bitte Einstellungen vom Kreisel. Wie, was meinst du denn? Er hat gewonnen, genau. Was meinst du denn? Meinst du. Ach, nicht Abdeckung, das da. Die quetschen alle auf die. Ach so, noch gar keine. Stimmt. Ah, gut, Tonka, dass du es erwähnst. Die habe ich natürlich noch nicht gemacht, weil. Das letzte Mal, wo ich gestreamt habe, war ja das DLC neu draußen und der Mod ging nicht. Deswegen hat der gerade noch gar keine Einstellung. Auch muss ich wieder Bild Dings malen. Muss ich da echt wieder jedes von diesen Dingern hier verbinden? Oh. Du bist bitte einfach nur eine Abbiegespur. Ach, du bist schon. Das dauert jetzt wieder eine halbe Ewigkeit, bis sich das eingependelt hat. Und ich kann die Ampeln entfernen. Das war. Oje, das konnte ich ja letztes Mal auch noch nicht. Moment, Ampeln. Weg. Weg. Und weg. Dann stehen die Herren an der nächsten Ampel. Weg damit. Jetzt sollte der Verkehr wieder etwas fließen. Ah nein, Moment mal, Moment mal. Das hier ist auch geschickt. Haha. Hier ist er komplett, weil die fahren können jetzt nur auf diese Spur und die dürfen dann hier nur abbiegen. Das wäre ja blöd. Ihr könnt dahin oder dahin. Weil sonst müssen die jetzt hier runter, dann fahren sie da einmal rüber und hier drauf. Wäre ja blöd. Habt euch gefälligst wieder lieb. So. Schwör, Alter. Diese KI von diesem Spiel, man muss sie einfach lieben. Aber es löst sich auf, es löst sich auf, das ist gut. Da, der LKW hat jetzt gerade die richtige Spur direkt genommen, passt perfekt. Ja, ist deutlich besser.
glaube, Atze, da stößt du an gewisse Grenzen. Des physikalisch Machbaren. Was wollten wir? Warum habe ich keine gut gebildeten Bürger? Gut, ich simuliere Deutschland, also wir sind ja alle blöd, wenn man den Nachrichten glaubt. Bildung, Schule. Moment, Schule war da. Grundschule. Okay. Oberschule. Okay. Oh, dann muss ich noch eine Oberschule und ein paar Grundschulen hinbasteln. Wir können ja so eine. Nee, können wir nicht, ist zu teuer. Institut für bildende Künste hinbauen. Oh, wir sind eine Großstadt. Mit 15.000 Einwohnern. Ist man da schon eine Großstadt? Egal. Was können wir machen? Krematorien. Also wir können unsere netten Nachbarn endlich verbrennen. In Asche holen und so. Wasseraufbereitungsanlage, diese schwimmenden Müllsammler-Dinger sind auch ein bisschen suspekt, aber gut. Kam mit dem neuen DLC und ein Kryokonservatorium. Da kann man sich einfrieren lassen, wenn man denkt, oh Scheiße. Hier gefällt's mir nicht, weck mich in 10 Jahren nochmal auf. Großkreisstadt, okay. Was ist dann Esslingen mit 90.000? Und selbst wenn Ace losfahren würde, Atze, du glaubst nicht wirklich, dass diese Strecke eine Currywurst überleben würde? So nach 100 Kilometern ist der Rastplatz. Oh, ich habe Hunger. Oh, da ist ja eine Currywurst. Oh, Scheiße, die wollte ich ja rüberliefern, zurückfahren. Und das Spielchen von vorne. Wie Post sich ansagt, bei mir gar nichts. Mir schreibt ja nie. Nein, Rechnung. Rechnung. Stimmt doch, Rechnung. Oh, Scheiße. Okay, dann macht 100 draus. Vielleicht hat sich das ganze Thema mit Rechnungen zahlen dann erledigt und wir leben in einer bunten, idealisierten Welt. Oder so. Aber ich habe ja schon erfahren, dass ich mit 57 in Rente gehen darf. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den offiziellen Rentenbescheid, Bescheid, dass ich mit 57 Jahren in Rente gehen darf. In Regelrente. Ich habe es nicht ganz begriffen, soll mir aber auch egal sein. Muss ich mal mit meinem Vater, der das ja früher bei der Stadt bearbeitet, rentet, muss ich mal fragen, warum das so ist, warum ich mit 57 in Rente gehen darf. Habe ich noch nicht ganz begriffen, die Logik. Oberschule wollten wir bauen. Oberschule der bildenden Künste. Das Ökoviertel wird da. Also eigentlich sollte die da sein und die hier da. Wollen wir da oben erstmal so eine normale hin? Jetzt sollten wir auch genug Platz für alle. Bis. Ach, die hat bloß Kapazität für 600. Eine Mittelstadt. Okay.
Mir auch. Die Frage ist eher, warum nicht noch früher? Weil ich habe jetzt keinen Bock, noch die Jahre bis dahin zu warten. Die 20. 20 Jahre noch schaffen. 20 Jahre aufstehen und Geld verdienen. Muss nicht sein. Deswegen habe ich heute auch ganz stark applaudiert, wo der Vorschlag von der IG Metall, also wir hatten heute Betriebsratversammlung, also ja Tarifrunden, und da die IG Metall ihr Papier vorgestellt, und da habe ich ganz, ganz doll geklatscht, wo sie gesagt haben, 28 Stunden möchten sie möglich machen. Vielleicht ist auch diese Begrifflichkeit wieder. Das ist ein Brief von einem Amt. Außer Honka und meinem Vater wird das keiner lesen können. Und vielleicht ist diese Regelrente irgendwas, wo man dann sozusagen Rente, also die Frührente mit anfangen kann. Oder spielen da die 40 Jahre Arbeitszeit, die ich dann habe, rein oder sowas. Einen wunderschönen guten Abend, Mary. Wie geht's dir? Freut mich, dass es dich hierher verschlagen hat an dem PC und dann auch noch zu mir in den Stream, der gerade wieder Scheiße labert. Wenn ich auch ein bisschen Schleichwerbung machen darf. Honka, ein sehr begabter, ich würde jetzt nicht sagen gut aussehend, aber akzeptabel aussehend. Nein. Streamer und YouTuber. Angucken. Followen. Mary, eine wunderschöne Dame, die wundervoll und intelligent streamt und überhaupt nicht salzt bei Overwatch oder Bioshock oder Rimworld oder den anderen ganz friedlichen, unkomplizierten Spielen. Ich rede mich hier, glaube ich, gerade um Kopf und Kragen. Ja, am Streamer müssen wir noch arbeiten. Das ist, ja. Du schaust beim Infra begabt. Ah ja. Infra habe ich mir bei ihm auch angeguckt. Bei Honka. Ja. So, bei manchen Rätseln sitzt davor. Aber gut, ich merke es ja hier beim Streamen selber. Da achtest du auf dies und jenes und sowieso und laberst dann auch nebenbei, was ja für einen Mann sowieso dann nochmal schwieriger ist, weil dann im Prinzip schon 95% der Gehirnmasse beansprucht ist mit dem Reden. Da macht man gern mal Fehler oder übersieht irgendwas oder fliegt in Bäume. Habe ich mich jetzt genug rausgeredet. Aber ich kenne es auch umgekehrt als Zuschauer, wenn du davor sitzt und denkst, du ihn quasi durch den Monitor in die Vergangenheit zuschreien willst, du Depp links. Und er läuft wieder rechts und kommt wieder an derselben Stelle raus. Und dann denkst du, nein, ich hab's doch gesagt. Ich hab's ja doch vor 5 Minuten gesagt, links. Aber das gehört ja dazu. Ich meckere nicht, Mary. Ich gebe qualifizierte Kommentare zu diesem scheiß beschissenen Job. Entschuldigung. Zu diesem Piep, 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 Piep. Ciao, ab. Wenn du so lieb fragst, ja. Aber heute nicht, weil wann geht die neue Saison los? Welchen Distrikt kauft man jetzt als nächstes? Ach du Scheiße, jetzt hoch. Ich habe gedacht, ich hätte noch einen Monat oder sowas. Ja, das ist so ein Spiel, da auch am besten nicht streamen. Es gibt Spiele, nicht streamen oder wenn man aufnimmt, nicht nur die eine Folge aufnehmen und hochladen. Im Stream kannst du wenigstens noch kurz einen Bannhammer drüber hauen, wenn du Mods hast, die dann auch drauf aufpassen, dass nicht gespoilert wird. Aber die Gefahr ist groß, ja. Ich wiederhole meine Frage: Welches Gebiet nehmen wir als nächstes?
Also am Ende des Tages können wir alle Gebiete haben. Alle 81. Ich bin mal gespannt, ob das mein Rechner auch aushält. Aber jetzt hier und heute müssen wir uns erstmal für einen entscheiden. Das da oben ist erstmal uninteressant, dieses Waldgebiet. Da müssen wir noch überlegen, muss man sowieso noch überlegen, was machen wir da hin? Machen wir dann eine schwedische Einsiedlerhöhle? Oder was machen wir da? Das Gebiet wird auch erst interessant, wenn man mehr davon hat, weil das sind ja so Stückchen. Da könnte ich jetzt das hier könnte ich bauen, aber das hier schon wieder nicht, weil da die Hälfte fehlt. B3. C4? Ach du Scheiße. Schach in zwei Zügen. Also von Gegner gegen mich. Wird eigentlich Schach gestreamt? Habe ich gar nicht geguckt. Hörnchen und Entscheidung treffen. Hörnchen und Entscheidung treffen. A, B, C. Das ist sowieso die falsche, aber dann können wir diesen Distrikt hier fertig machen. So. Und links, ja genau hier, um dieses Eckchen hier fertig zu machen, weil dann können wir auch eine Straßenbahnlinie bauen. Da freue ich mich auch wieder, wenn die Mod mit den Straßen wieder funktioniert. Die tut immer noch nicht. Ich habe keine Ahnung, was es da so verändert hat, dass die Straßen. Na, bist du gerade? Ja, du bist gerade. So. Wäre dieser Distrikt schon mal fertig? Was heißt fertig? Wir müssten noch hier die Flachbauten ersetzen. Gucken wir mal das Wasser an. Natürlich nicht ausreichend. Warum auch? Wäre ja langweilig. Was habe ich denn da gebaut? Etwas unschwäbisch verschwenderisch. Dieselbe Map? Ein Autobahnanschluss? Ja, das hatte ich mir auch überlegt. Dann hier noch den Autobahnanschluss zu machen. Beziehungsweise natürlich dann auch hier die Eisenbahn und hier nochmal eine Autobahn, weil das eine wird hier, wenn das hier alles Großstadt wird, dann ist das zu wenig. Dann ist das definitiv zu wenig und ich sehe schon wieder, wir haben zu wenig Strom. Geothermie-Kraftwerk, nein. Auch wenn es sich witzigerweise rechnet, der Grundpreis ist einfach so abnormal. Das hier rechnet sich wiederum. Wir haben aber auch noch andere Probleme wahrscheinlich. Ja. Der Müll nimmt langsam überhand. Passt da noch? Nein, natürlich passt da keins mehr rein. Dann halt so eins. Krematorium darf man nicht vergessen. Immer schön neben dem Friedhof. Die sollen Strom ba sparen, die Bauern. Nee, die brauchen erstmal Müllentsorgung. Das hier hätte ich gerne, aber ich habe das Geld nicht. Das ist wieder. Oh. Mal wieder auf schnell, dann haben wir das Geld schnell zusammen. Dann kann ich die hier noch alle entfernen und gleich Großstadt draus machen. Schattenwolf,
Wunderschönen guten Abend und freut mich zu hören, dass du es durchgesalzen hast bis zu Sluck. Ich bin noch nicht so weit. Da bin ich noch nicht so weit. Atze, das ist ein Panzer, kennst du nicht. Kennst du als Schiffchenfahrer nicht? Das sind diese kleinen Dinger, wo gerade ausfahren auf der Erde. Und nicht zu verwechseln mit der Stuck. Ha. Okay, der war schlecht. Der war schlecht, ich gebe es zu, der war scheiße. Ich brauche Strom. Ich kann nur wiederholen, lasst mich einmal mit dem Flugzeug bei euch mitfliegen und ich werde meinen Spaß haben. Nee. So, genug gedisst. Wir müssen hier auch mal die Verlegung. Können wir nicht doch irgendwo einen Staudamm? Hier muss doch irgendwo ein Staudamm möglich sein. Kann ich mal runter? Danke. Nein. Nein. Pff, mit viel Fantasie hier, aber da überschwemmt die Hälfte. Ach, schade. Ihr braucht bloß so große Kanonen, um zu. Ja, lassen wir das. Anderes Thema. Aber Honka, habe ich das richtig gelesen? Du verwendest diese Map auch. Ich fand die recht schön. Da gibt es auch noch eine andere von dem. Also recht mühevoll, mühsam, mühevoll, liebevoll. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Mühsam. Nee. Zu clean. Ich habe halt eine gesucht hier mit den Feldern so zum Aufteilen, damit es halbwegs realistisch, was die Ressourcen angeht. Also auch, dass hier die Ölfelder und so weiter sind, fand ich eigentlich recht gut. Aber ist Geschmackssache. Die Inselmap, wo du angefangen hast, die ist natürlich auch hochinteressant, wobei ich mal vorstellen kann, dass wenn du die ohne. Also nicht im Creative Mode, sondern im, wenn, wie nennt man das dann, im Survival Mode spielst, extrem schwierig ist. Kann ich mir vorstellen. Und wir sind eine großartige Stadt. Yippie! Wir sind von groß zu großartig gewachsen. Solarkraftwerk, drittes Darlehen. Und können wir alles. Okay, können wir alles bauen. Perfekt. Passt. Wasserleitung. Ja. Ja, Schattenwolf, allerdings sind wir da noch weit, weit entfernt und ich hoffe mal, dass mein RAM ausreicht. Also momentan. So, bei 5 GB, das geht noch. Also ich habe noch 17 GB, kann ich noch fressen. Glaubt ihr, das. Sollte eigentlich noch machbar sein. Oh, jetzt seht ihr hier, jetzt hat es hier europäische Gebäude angepflanzt. Will ich gar nicht. So. Jetzt reißen die natürlich wieder ab und. Hört ihr mal auf zu streiten? Ist ja schlimm mit euch. Meins ist größer. teils, teils. Auch die Personen weiß ja wirklich, also das Pathfinding. Wenn wir uns mal angucken.
Du da. Klub. Und schon hat er den Punkt erreicht, wo er hin wollte und sehen ihn deswegen nicht mehr. Na toll. Dann du. Da wird jetzt hier der komplette Pfad angezeigt, wo er hin will. Der läuft. Sportlich. Sportlich. Ganz schöne Strecke. Gebildeter Senior. Das ist sportlich, die Strecke. Und es macht für jedes Sim, für jedes Auto, für alles gibt's das. Also wenn ich jetzt hier mal auf die Straße klicke, seht ihr, wer hier alles lang fährt. Das frisst RAM. Das frisst RAM. Natürlich, wenn die Stadt größer ist, gibt es mehr Personen, mehr Autos, mehr Verkehr. Es frisst mehr RAM. Was ist denn das Grüne hier? Radfahrer. Ah, okay. Ja, die rennen alle ein bisschen. Also die sind alle ein bisschen aus Speed, obwohl ich eigentlich schon wieder normale Geschwindigkeit habe. Ah, die schlendert und hält den ganzen Verkehr auf. Der Rest. Wum, 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 wum. Die haben halt noch Energie, die haben noch Elan. Industrie brauchen wir. Mist. Mist. Haben wir noch irgendwo eine schöne Ressource, die wir verbauen können? Nein. Ich habe gedacht, ich hätte noch, aber so langsam kommt hier der Industriebalken wieder. Aber bauen wir erstmal die Straßenbahn. Wie machen wir's? Wir haben einen. Dazu brauchen wir ein Straßenbahndepot. Der Trailerpark. Jeder kommt noch. Geduld! Ey, ist Geduld! Yeah, ein Hektik haben die heute. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir, Kaiolein. Wie geht es dir? Schon irgendwelche erfreulichen Neuigkeiten? Und Mary, und wunderschönen guten Abend, Manic. Mit Schattenwolf kannst du dich über Panzer unterhalten. Also Schattenwolf, Manic ist auch noch so ein Panzerfreak. Ja, das weiß ich, also das passt alles. Ich habe ja auch extra hier beim Traffic Manager eingestellt, dass sie realistische Geschwindigkeiten fahren sollen. Und das merkt man schon beim Autos und auch den Zustand der Fahrbahn. Ja. Danke für den Tipp, Honka. Mary, falls ich es jetzt überlesen habe, wann eigentlich OW Ranked Salzen. Heute nicht mehr, oder? Hoffe ich doch mal. Der Tag war so schön bisher. ich sagte, ich wollte ja überlegen, hier das da zum Industriegebiet zu machen. Nein, ich wollte Straßenbahn. Straßenbahn machen wir. Wo ist er denn? Straßenbahn da. Entweder wir pflanzen das Depot hier hin. Oder wir bauen das hier hin und müssen halt irgendwie gucken, wie wir mit der Straßenbahnlinie nach da kommen. Hat so ein Depot eine Obergrenze, was die Kapazität angeht? Okay, dann drücke ich weiter die Daumen. Atze. Eigentlich ist sowas, also ich weiß nicht, wie es in. Also bei uns sind solche Dinge wie Straßenbahndepot oder Busdepot außerhalb. Das hier wird Stadtgebiet, also eigentlich sind die außerhalb.
Ja. Du bist leer, warum? Egal. Ach, nö, Moment. Habe ich jetzt wieder Scheiße gebaut? Ich kann von da. Oh, ich vergesse immer, dass der bloß auf die Straßen. Nee. Dann müssen wir hier etwas bescheißen. So. Und dann brauche ich erstmal eine normale. Entschuldigung. Straßenbahngleise hier. Ohne jegliche. Genau. Und wie bringen wir dich jetzt am elegantesten dahin? Wie sehen die Bodenverhältnisse aus? Okay. Ich würde sagen, hierhin. Ein wenig unterirdisch. Wir bauen jetzt wie Stuttgart 21. Blöd ist nur, dass ich hier Stück für Stück sukzessive das Ding dann noch abreißen. Na egal. So. Und zwar gehen wir jetzt hier hoch. Dann gehen wir da runter. Und dann wieder runter zu gehen. So. Et voilà, Stuttgart 21. Schaut besser aus, ja, aber diese kleine Brücke hier so zwischendrin im Wald. Oh, da müssen wir ein paar Baumfällarbeiten machen. Mal schlägt der Mod zu, mal nicht. Die anderen Bäume gehen von der Optik her, ja. Du hängst über. Der Rest passt. Und die ganze Arbeit, um eine Straßenbahnlinie zu machen. Und zwar. Also hier müssen wir auf jeden Fall eine Haltestelle haben. Dann hier und da und hier machen wir einfach da und da. Dann ungefähr symmetrisch auf der anderen Seite. Und Schuss, wir haben einen Kreisel. Viel subtiler, Atze, viel subtiler. Wir warten, bis sie gestorben sind, weil arg lange dauert das nicht mehr bei den Rentnern. Nein. Wir brauchen unbedingt ein Industriegebiet. Ach, Manno. Industriegebiet, Industriegebiet. Während ich mir den Kopf zerbreche, wie man Industriegebiet machen, machen wir hier mal eine schöne Mitfahrt. Bleib du mal da, bleib du mal da. Oh, da wird euch seekrank. So geht's. Ah. Oh. 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 Was ist da los? Oh. Oh. Habe ich den Strom vergessen? Spontan.
Ups. Genau, WDR Nachtexpress. Das haben wir leider verpasst. Mist. Die Tunnelpassage haben wir jetzt leider verpasst. Wenn Sen hat sich beschwert, dass, wenn ich mir Zigarettchen drehe, es extrem laut wäre. Hört man das im Stream, wenn ich mir jetzt hier gleich oder? Natürlich sind Rentner zäh. Hast du mal versucht, einen Rentner dazu zu bewegen, Platz zu machen, weil du da parken willst? WB Mary, ich hatte die Frage gestellt, wann du salzen willst. Nur leise hört man, okay. Da fand ich bei SimCity 4 die Erweiterung mit dem, wo du dann selber so Fahrzeuge fahren konntest, recht witzig. Essen besorgen ist immer gut, was gibt's denn? Merkt man kaum schön. Und sofort sind übertrieben viele Leute an dieser Haltestelle. Wo willst du hin? Du willst noch nirgends hin. Okay. Du bist glücklich, dass du jetzt hier stehen kannst. Du auch. Du auch. Du auch. Also das Tool hat irgendwie noch Bugs, wo ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also hier zeigt man es wunderschön an. Der da, der ist glücklich, dass er da steht. Zurück zum eigentlichen Problem. Wir brauchen Industriegebiet. Wir brauchen dringend ein Industriegebiet. Eigentlich wollte ich es ja hier hin, weil wie gesagt, das sieht ja hier so wunderschön Bucht für Hafen und so weiter. Kann ich schon Schiffchen bauen? Nee, ich kann auch keine Schiffchen bauen. Aber da sieht man ja die Fahrrinne. Gerade haben wir sie doch. Mist. Gerade hat man die Fahrrinne gesehen, also der müsste dann hier reinkommen, da kommt es ja auch. Dann wäre das hier eine Hafenanlage, dann wäre hier natürlich auch die Industrie richtig. Aber. Okay, Mary, bin dabei. Du wartest auf deine Pizza. Jetzt fangen sie wieder mit Essen an. Noch keine Schiffchen. Geduld. Atze, ganz ruhig. Da fährt eins. Guck da, Atze, beruhig dich. Da fährt eins. Da fährt eins. Dieses Ökogebiet hier nimmt mir auch ein bisschen. Ich will das hier nicht zum Industriegebiet machen. Und ich will nicht wieder irgendwo eins aufbauen und abreißen. Nein. Da haben wir alles, da haben wir alles. Wobei es sich schon anbietet, weil ich so recht an der. Honka! Herzlichen Dank für deinen Host. Kekse darfst du jetzt nehmen, Milch gibt's rechts. Einen wunderschönen guten Abend, Prisa Troll. Wir entmatschen dich. Ja, danach bist du ganz, ganz, ganz aufgedreht und durchgedreht. Die fahren schon wieder zurück. Das habe ich befürchtet, weil die haben so eine gewisse.
Lifecycle, indem sie einmal im Kreis fahren und dann fahren die schon wieder zurück. Okay. Das ging nach hinten los. Einmal den Fehlbefehl bitte. Das bringt nichts. Das ist ja keine Ökonomie. Das ist ja Katastrophe. Die Leute warten sich ja zu Tode. Die kommen ja nie im Leben an. Die verhungern da ja. Okay, das funktioniert so also nicht. Wir haben es getestet. Matzadwan, wie geht's dir? So funktioniert das nicht. Da sind die zu lang hier unterwegs. Und wie gesagt, die haben so eine Zeit, die in eine innere Uhr, die abläuft. Dann müssen sie ins Depot zurück. Also ist das totaler Bockmist. Wir haben ein wenig Geld verschwendet. Stuttgart 21 live. Heißt, wir müssen das Ding doch hier hinbauen. Geht leider nicht anders. Schade drum. Was machen die da oben jetzt eigentlich drin? Die um oder? Ne, die sind despawned. Okay. Ja, sind schon, aber das Problem ist halt, dass die sozusagen nicht mal einen Kreis fertig kriegen, bevor sie wieder zum Depot zurückfahren. Industrie, immer noch Industrie, Industrie, Industrie. Und wenn wir hier einen kleinen Bereich Normalindustrie hinpflanzen. Also erstmal kann ich das hier wieder abbremsen. Ich freue mich, wie gesagt, wenn der Straßenmod wieder tut, dass ich hier auch eine sechsspurige mal bauen kann mit Dings in der Mitte. Natürlich reißen wir den Strom ab. Die da wollte ich. Und da kann man hier hoch. Das müsste hier sein. Passt. Perfekt. Dann bauen wir hier ein kleines Industriegebiet. Hätte ich das damals doch nicht abreißen müssen. Das heißt, Moment, hier kommt dann der nächste Bezirk. Straße. Oh, das gibt wieder ein. Oh. Nein, das habe ich nicht. Mir geht's auch gut, mir geht's auch gut. Also noch nicht. Heute habe ich noch keinen Foodporn. Ich habe aber noch was im Kühlschrank. Was so Reste angeht, die werde ich dann, ja. Im Prinzip werde ich hier eine Autobahnauffahrt bauen müssen, weil sonst kommt der ganze Verkehr, die fahren dann hier einmal durch, da lang, da rüber, das wäre Chaos. Das wäre
Chaos. Nicht genug Geld. Vorspulen bitte. Beziehungsweise halt. Nehmen. Nehmen. Danke. Bitte. Ja, über meine Winterspekulationen philosophieren hier, das haben wir gern. Wie kriege ich jetzt hier am dümmsten die Autobahn hin? Ja, er hat gesagt am dümmsten. Ihr wisst, wie ich Autobahnen baue. Ich will halt vermeiden, dass wenn ich jetzt hier Industriegebiet baue, dass die alle hier einmal im Kreis und darüber fahren, weil das gibt, wie gesagt, Chaos. Das gibt Chaos. Das ist eine Überlegung, baue ich hier nochmal ein Autobahnkreuz? Oder versuche ich es hier an der Brücke irgendwie zu regeln? Das bin ich gerade überlegen, ob ich hier einfach eine so à la dem hier bauen soll. Das mache ich auch. Atze hat recht. Ace hat recht, Entschuldigung. Weil irgendwann müssen wir ja auch hier eine Verbindung, da können wir auch nicht nur einfach die Autobahnverbindung lassen, wenn wir von da nach da wollen. So. Flop. Da machen wir gleich eine ganz große. Flop. Was? Wir waren doch im richtigen Menü. Das Problem an dieser Art von Auffahrten ist, dass die sehr staulastig sind. Die sind leider, leider sehr, sehr staulastig. Na. Nein. Kommt, die Kurve kriegen wir schöner hin. Gibt es irgendeinen Tastentrick, damit man die Kurve jetzt die Krümmung andersrum hat? Weil ich hätte jetzt gern, dass die so rum geht und nicht so rum. Diese. Da wieder. Passt das Ganze auf der Seite auch noch. Einmal runter und rauf. Wird wahrscheinlich auch ein Nadelöhr werden, müssen wir mal gucken, ob wir dann eventuell hier noch einen Kreisel oder sonst irgendwas hinmachen müssen. Aber solche Stellen sind halt auch gern mal Nadelöhr, vor allem wenn die da spontan einfach drüber fahren, warum auch immer, der das gerade gemacht hat. Das Ganze noch von der anderen Seite.
Und langsam merke ich, dass meine Heizung gerade nicht tut. Mir wird etwas frisch. Aber nur bedingt, ein bisschen. Einmal runter. Falsche Taste. Und drauf, das Ganze umdrehen, bitte. Danke. Klappt ja schon ganz gut. Ja. STRG Alt entfernen und Alt 4. Und am besten setze ich noch mein Hecktool gegen 127.001 an. Im VIP-Raum. Denkt ihr eigentlich, ich habe im Studio nur geschlafen? Ja, habe ich, aber. So, damit hätten wir das. Klappt heute auch noch, okay. Dann könnt ihr das ja gerne mal probieren, ihr Witzbold. Dich auch noch. Oh, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Okay, einen Teil haben wir noch. Das ist schön. Und hier noch eins. Die Industrie kommt sehr schnell, das ist auch schön. Will ich mir das jetzt angucken, Vincent? Wasser. Eiswürfelfabrik. Geht da, pumpen sie das Wasser raus und hier wird dann in dem Container wird dann Eis hergestellt. Was bist denn du? Ah, Straßeninsetzung, ein Instandhaltungsdingsbums, habe ich ja auch schon, stimmt ja. Die kommen aber wohl nicht wirklich mit der Arbeit hinterher. Strom. Da machen wir jetzt einen auf Öko. Es gibt diesen wunderbaren, wunderschönen Sonnenwind, Aufwind, Aufwindsolarturm. Die Dinger funktionieren tatsächlich. Ob sie effizient sind, weiß ich allerdings nicht. Es ist die Frage, stellen wir den nach da hinten, mitten in die Pampa oder hierhin? Ne, hier machen wir. Nein. Dann stellen wir die Pampa, aber wo in die Pampa? Also nicht neben die Müllberge, das ist ja langweilig. Hier können wir vielleicht noch ein paar Wasserkraftwerke hinbauen, dann bauen wir mal Straßen nach da oben. Wo ist er denn? Ich möchte einfach nur eine gerade Kreuz. Dinge! Einfach nur eine Kreuzung haben, die gerade. Nein? Okay, nein. Er will nicht. Strom. Wasserleitung. Weil wir können hier hinten vielleicht auch mal dann diese Wasserpumpen nach da verlegen. Und ein Naherholungsgebiet drumherum basteln. Leitung.
Jetzt sollten wir dann für eine Weile genug Strom haben. Eskulus, einen wunderschönen guten Abend, wie geht's dir? Genau, da sieht man sogar die Kamine, die Kamine. Die Turbinen, wenn man da drehen. Also die Idee ist im Prinzip, das Ding hier ist so effizient oder so aufgebaut, dass deswegen seht ihr auch, dass es hier irgendwas drunter gibt. Wie ihr seht. Die sorgen im Prinzip dafür, dass hier unten drunter die Luft extrem, also im Verhältnis sehr warm wird, also sich aufheizt. Und was macht warme Luft? Steigt nach oben. Und diesen Aufstieg nutzt man, indem dann eben hier drin Turbinen sind, die dann Strom erzeugen. Das Ding hier macht jetzt 240 Megawatt, obwohl es regnet. Kohlekraftwerk macht 120, Ölkraftwerk macht 120. Wie realistisch das jetzt ist, also wie effizient die Dinger hier sind, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Bisschen müde von der Arbeit. Es geht. Das ist Druck. Das hat wieder was mit Druck zu tun, Manik. Warum kommen wir zu einem Druck? Aber sie steigen ja dann nach oben, sonst würdest du ja nicht riechen. Bei manchen kann man sich da nicht so sicher sein, wo dieser Ausgang ist. Müll, ich komme mit Müll nicht hinterher. Ich brauche noch eine. Moment, da können wir jetzt aber hier eine hinstellen. Die Industrie wächst und gedeiht, das ist schön. Manche wird so, nein, ich bin immer ganz lieb, brav und kein Ferkel. Kann ich schon Zug? Ich kann schon Zug. Oh, hier brennt's. Da könnten wir doch schon so langsam mal drüber uns überlegen, Güterbahnhöfe zu bauen. Das Gebiet wird eins bekommen, das Gebiet wird eins bekommen, wenn es hier mal aufhört zu brennen. Ja, wenn es mal im Ölgebiet brennt, das ist Katastrophe. Das ist Katastrophe. Ich kann doch hier, Moment mal, was ich noch gern machen würde mit dem Distrikt, bevor ich es vergesse. Und zwar kann man dem Distrikt doch sagen, bei Stadtplanung. Planung Industriefläche ermöglicht die Industrie, der Industrie durch die Nichtbeachtung einiger Sicherheitsstandards. Nein. Gab es nichts, wo ich sagen könnte, hey, Hightech-Industrie. Nein, warte mal, Moment, Moment, da gab es was hier. Filter für Industriemüll. Industriegebäude müssen ihren Müll filtern, sodass sie den Boden deutlich weniger verschmutzen. Natürlich muss das hier sein. So. Auch noch was Mod dazu kam, hier so eine kleine Übersicht. Was dem denn fehlt, beziehungsweise für was sie dann glücklich sind.
Soll ich hier auch einen Güterbahnhof hinbauen? Oder soll ich den da hinbauen? Ich baue ihn da hin. Güterbahnhof. Güterbahnhof haben zwei. So viel zu dem Thema. Da wird das nichts. Da wird das auch nichts. Mist. Güterbahnhöfe haben zwei Effekte. Einerseits sorgen sie für Import-Export und wenn man mehrere Güterbahnhöfe hat, innerhalb der Stadt werden da auch Waren transportiert, sprich weniger LKW aufkommen. Jetzt ist da die Autobahn quasi im Weg. Und nein, ich kann den nicht unterirdisch bauen. Feuerwehr habe ich, die ist auch unterwegs. Das Problem ist, die bekämpfen keine Waldbrände. Für die Waldbrände bräuchte ich diesen Löschhubschrauber. Was ist das? Ach, das Fire Department 20, okay. Sollte ich vielleicht mal machen. Ist ein guter Hinweis. Und da ist da von jedem, also da gibt es auch Hubschrauber für, wo sind sie? Da. Rettungshubschrauber und das Ganze auch noch für Polizei. Ist also ein ganzer Park. Das wollte ich neben Flughafen bauen. Flughafen habe ich mich noch nicht ganz entschieden, wo der hinkommt. Und diese kleine Waldbrand, ach komm. Fällt hier bei dem Qualm sowieso keinem auf, dass es da brennt. Mit dem Zug zum Hafen, ja, das sowieso. Also es gibt zwei Güterhäfen. Es gibt einmal den Frachthafen und es gibt einmal den Frachtumschlageplatz. Da ist dann auch noch eine Gleis, also ein Bahnhof mit angeschlossen. Und ja, die kommen dann, wie gesagt, dahin. Habe ich aber auch noch nicht freigespielt. Die kommen ab 38.000 Einwohnern, kann man die bauen. Bringt mir hier aber nichts. Ich würde gern da. Da habe ich bloß das Problem, dass es sehr, sehr, sehr eng wird, was die Autobahn angeht. Ich glaube, zu eng für die Auffahrten. Da, nein, das kann ich vergessen. Da bringe ich nie im Leben die unter. Da wird AC wieder hellhörig und freut sich. Schiffe. Hierhin wäre eine Möglichkeit. Muss eine Straße platziert werden. Ja, da ist eine Straße. Würdest du da bitte das Gebäude? Nein? Nicht? Okay. Wahrscheinlich sind die Stromleitungen im Weg. Mist. Also wäre noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, hierhin. Wäre wahrscheinlich die geschickteste. Mein Kabeltrommel-Headset ist da. Also für Stream da hier mit In-Ear und Mikrofon finde ich ein bisschen angenehmer. Der Vorteil von dem Güterbahnhof an der Stelle wäre halt auch, er könnte hier der ganze Businessbereich, der hier ja wächst. Ja, komm, machen wir. Das Ding setzt man hier hin. Da ist Wald, da wird sowieso nichts gebaut, also von daher der Lärm ist egal. Jetzt müssen wir auf die andere Seite rüberkommen.
Jetzt dürft ihr wieder entscheiden, Brücke oder Tunnel? Brücke oder Tunnel ist die Frage. Genau. Bisschen Industrie links und rechts. Die Industrie freut sich über sowas. Sie ist, gibt dann mehr Geld aus. Übrigens hier meine Original 68er Teekanne. Das Ding hält noch warm, weil Glas innen drin ist und nicht so komische Pseudothermo-Bla. Man erkennt allerdings das braune Muster nicht mehr. Also das Blümchenmuster, was mal drauf war, erkennt man nicht mehr. Habe ich von meinem Vater geerbt. Also keine Witze. Es ist Original-Retro, das ist sogar also so retro, weil es aus der Zeit, also schon allein deswegen, weil es aus der Zeit ist, auch der Becher dazu noch. Wie gesagt, 60er Jahre von meinem Vater geerbt. Atze, Zug. Zug. Nicht schief, Zug. Eine schöne Brücke, okay. Da wollte ich auch noch nachgucken. Honka, weißt du das rein zufällig, wenn du noch da bist? Gibt es Brückenmods? Weil ich kann ja leider, das ist so was, was ich ein bisschen vermisse, rein aus stilistischer Sache, kann ich ja nicht entscheiden, wie die Brücke ausschaut. Das entscheidet ja in quasi das Spiel für mich. Schiff auf See, viel mehr. Kleiner Hinweis von Ace. Ich weiß nicht, ob er dafür bezahlt wird, aber es soll mir egal sein. Monster Energy gibt es jetzt nur noch von 89 Cent. 85 Cent. 85 Cent. Bei Lidl die Woche. Gibt es auch sicherlich bei anderen Supermarktketten, die alle super toll sind. So. Flughafen in den Wald, natürlich kommt der in den Wald. Der kommt hier irgendwo in den Wald, wo wirklich Baum links, rechts, dass ich mich auch richtig heimisch fühle. Auch jetzt geht wieder das Gespiele los mit. Was sind denn das für unfähige Brückenbauer hier? Echt? Ich kann hier keine Brücke bauen, weil eine Autobahn im Weg. Man muss das Spiel manchmal lieben. Geht doch. Man muss bloß wollen. So, wie kriege ich jetzt hier eine schöne Kurve hin? Da können wir ja schon mal leicht steigend anfangen. Und uns dann langsam nach oben zu arbeiten. Okay, das Gefälle war jetzt ein bisschen zu flach angesetzt. Gebe es ja zu. So, schöne kriegen sie leider nicht hin. Ich wüsste, also leider nein. Ich kann hier nicht irgendwo, also beim alten oder beim Originalspiel, sage ich jetzt mal, bei SimCity, kannst du das machen. Hier
kannst du nur sagen, bauen wir eine Brücke. Und die baut er dann halt. Sie sehen jetzt nicht hässlich aus, also es ist ein hübsche, aber ich hätte jetzt halt hier zum Beispiel gerne die Möglichkeit zu sagen, ich hätte gern so eine Stahlträgerzugbrücke, wie man sie in Köln oder so kennt. Jetzt hast du schon wenn was gezeigt, Ace. So. Und weil wir so verschwenderisch sind, das Ganze noch in die andere Richtung. Ich hoffe, es funktioniert. Nein, natürlich nicht. Nein. Mist. Ort bereits belegt. Das geht, das ist aber zu steil, zu steil. Da kommt nicht. Das ist alles zu steil. Komm schon. Der macht automatisch diesen Sprung nach drüben. Müssen wir das doch von da machen? So, Kind im Bett. Alle Finger noch dran, Prisa. Oder eine Kopfnuss abbekommen. Die Kurve ist zu steil. Welche Kurve meinst du? Die hier. Oder die auf der anderen Seite. Das da. Hast du wahrscheinlich recht. Die muss ich schon früher ansetzen. Weit runter möchte ich. Und jetzt hätte ich gern wieder die Möglichkeit zu sagen, nein, ich hätte gern so eine Biegung. Jetzt besser. Guten Abend, Crazy Felix, wie geht's dir? Hochgezogen und umgekippt. Eieiei. Und wahrscheinlich hat es dabei noch gelacht. Jetzt müssten hier langsam. Oh, ich hab. Oh, ich hab den Bahnhof scheiße. Die Kreuzung hier könnte. Müssen wir mal beobachten. Die Kreuzung hier könnte eventuell weg müssen. Butz gegen Hörnereis. Grüße Felix, wie geht's dir? Gut in die Woche gekommen. Jetzt warten wir mal geschwind auf den ersten Zug. Oder Wasser, 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 Wasser. Wir haben zu wenig Wasser. Unser beides Input wie Output. Aber was ich schon ein paar Mal gesagt habe, das Einzige, was mich an dem Spiel momentan wirklich
ärgert, ist, dass es diese Wintermod zwar gibt, aber es keinen Jahreszeitenwechsel gibt. So. Und echt jetzt? Und dann zurück. Könntest du bitte in Betrieb gehen? Danke. Geht doch. Strom haben wir wie gesagt genug. Beim Stuhl hat sie geweint. Okay, das heißt, sie macht es nicht öfters. Das Problem an der Stelle ist hier wahrscheinlich eher, dass die hier genau. Dann hier. Dass die hier abbiegen können, theoretisch. Aber ja, Einbahnstraße dürfte auf jeden Fall schon mal viel verhindern. Da hast du auf jeden Fall recht. Und natürlich macht es wieder in verkehrte Richtung, so rum. Genau, Wenzel. Was denn sonst? Was sollte ich damit sonst bezwecken wollen? Oh yeah. Ja, jetzt passiert genau das, was ich befürchtet habe. Im Prinzip ist ihm die Kurve hier zu steil. Dadurch bremsen die so extrem ab. Warten wir mal ab, was passiert. Oh, haben wir einen ersten Zug verpasst? Holz, Holz, Holz? Nein. Das muss ein Importzug gewesen sein, weil Holzindustrie haben wir ja noch gar nicht. Du willst Winterspeck futtern, ich möchte mir einen anfuttern. Ob der mir jetzt schmecken würde, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Rezepte? Oh, da fährt der Öste weg, was hat er alles geladen? Das übliche, Container. Da fährt ein Holzzug weg. Okay, das funktioniert. Also doch ein Kreis, okay, ja. Beziehungsweise, was ich jetzt erstmal machen werde, wenn ich schon dabei bin zu bauen, Zug, wie gesagt, dieses Gebiet hier und dieses Gebiet hier werden jeweils auch noch einen Güterbahnhof bekommen. Und das sollte eigentlich auch schon dafür sorgen, weil viele von den LKWs, gucken wir uns einfach mal an. Nein, der kommt von extern, okay. Okay, kommen doch hauptsächlich von extern, wie ich gerade sehe. Ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass hier, ja, doch einige doch auch von hier. Es kann entlasten. Weil die Industriegebiete beliefern sich ja auch gegenseitig. Also es ist schon so, dass, inwieweit das jetzt realistisch ist oder nicht, Öl und Erz, also. Ein Vorteil ist, das Kohlekraftwerk und mein Ölkraftwerk werden direkt von hier, muss nicht importiert werden. Und die Gebiete selbst tauschen sich aus. Also die liefern jetzt hier hin und die liefern dahin. Oder machen die irgendwas draus. Und das sollte eine Zugverbindung doch auch schon etwas helfen. Ciao, wunderbaren guten Abend. Wie geht es dir? Ich habe schon gehört, du hast die Kopfnuss abbekommen und dein Kind fallen lassen. Böser Papa, böser Papa. Nase verloren. What the fuck? ja, gibt es dieses etwas.
Der Traffic Manager Mod. Da gibt es Ansätze, die die KI etwas intelligenter machen. In dem Rahmen des Möglichen. Es führt zum Beispiel dazu, dass wenn man so mehrspurige Straßen hat, war es ja so üblich. Also ich habe ja öfter solche, wo ich hier ringsrum so eine sechsspurige Eisenbahnstraße und dann fahren die bloß auf der einen Straße. Der sorgt zum Beispiel dafür, dass auch die anderen Straßen verwendet werden. Der sorgt auch dafür, dass bei den Ausfahrten die KI etwas intelligenter wird und so weiter und so fort. Ein Torpkind. Ja, also es hilft schon, sie sind nicht mehr so strunzdoof, aber sie sind immer noch doof. Also der IQ hat sich jetzt von 0 auf 10 erhöht, würde ich einfach mal sagen. So grob. So. Hier können wir ein bisschen ein Business. Die brauchen ja auch Bürogebäude und Vertriebsgebäude und so weiter und so fort. Deswegen hier ein bisschen Business. Wie bauen wir die Schiene? Erstmal können wir das Ding hier abreißen. Das war ja ein Fehl. Das hat ja leider vorne und hinten nicht funktioniert. Und damit das hier nicht dauerblinken muss, können wir das auch wieder umändern. So. Was ist nur mit dem Hafen Atze? Ace. Ah, Ace. Du siehst ja hier, die fahren schon zweispurig hier. Wechseln öfters. Also die Spuren werden besser ausgenutzt. Das im Allgemeinen. Bei der Wand anstarren. So. Jetzt reicht die Industrie immer noch nicht aus, aber das ist jetzt ein anderes Problem. Zug, 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 Zug. Wie bekommen wir den Zug dahin und dahin? Ich könnte jetzt hier plump geradeaus, aber das ist ja blöd, weil nö. Wir könnten hier elegant am Waldgebiet entlang. Nix, Atze, nix, Atze, war ein freudscher Versprecher. Ich habe irgendwas mit Hafen gelesen, habe sofort an dich denken müssen. Gleise verlegen will das. Oh, ich habe den Tunnel noch vergessen. Moment. Tunnel 1 nach unten. Dankeschön. So.
Na, Mist. Jetzt muss ich mir natürlich auch überlegen, wo baue ich diesen Bahnhof dann hin? Und komme ich hier überhaupt unten durch? Ja, da komme ich unten durch. Gizmo, einen wunderschönen guten Abend, wie geht's dir? Wundert euch nicht über die Themen, irgendwer sabbert gerade irgendwen an. Atze will unbedingt ein Schiffchen haben. Und ich verzweifle an der Schiene. Da muss ja dann wieder normale Straße. So. Dadurch ist die schon mal glücklicher. Was ich auch noch machen muss, ist die ganzen Bahnhöfe wieder. Ich habe auch ein paar Güterbahnhöfe runtergeladen gehabt. Die tun leider noch nicht. Aber ihr seht ja, hier gibt es doch einiges an Zug, was man noch bauen kann. Kann ich das da hinten hinpflanzen? Ach, muss neben der Straße. Warum muss das neben der Straße? Oh. Das ist ein Roundhouse. Warum muss das neben der Straße? Menno. Vor allem dann wieder die Richtung. Wie funktioniert das Roundhouse? Also auf dem Bild sieht das anders aus. Kann man nicht helfen. Auf dem Bild sieht das absolut anders aus. Können wir jetzt da mal stehen lassen, weil hat ja kein Geld gekostet, aber irgendwas fehlt da. Habe ich da irgendwelche Bauteile vergessen? Scheinbar. Mist. Du würdest an den ganzen... Es geht. Mit der Zeit... gewöhnt man sich an die Masse der Gebäude und wünscht sich eigentlich sogar noch mehr, wie ich heruntergeladen habe. Das lassen wir jetzt hier einfach mal stehen. Das sieht hier hübsch aus, das passt so. Gut. Jetzt müssen wir bloß die Schiene hier gescheit verbinden. Ich glaube, da kann ich noch ein Stückchen zurück. Und da haben wir den Strom gekappt. Entschuldigung, Entschuldigung, Strom kommt gleich wieder. So. Damit wäre es in die eine Richtung fertig. Weil was natürlich auch eine Gefahr ist, warum viel Verkehr... Ach du Jemine. By the way, viel Verkehr hier wird man wahrscheinlich auch nochmal überarbeiten müssen. Dass LKWs von hier dahin fahren, um dann auf den Zug verladen zu werden, dann lieber doch diesen Weg hier. Es muss ich bloß noch von da nach da kommen. Am besten unter der Brücke durch.
Das ist schon arg schwer, Gifmo. Also Leute hier krepieren zu lassen, ist schon sportlich. Das ist auch der Grund, warum ich nie im Leben diese wunderschöne, wahrscheinlich wunderschöne Kathedrale sehen werde, weil dazu brauchst du 2000 verlassene Gebäude. Vor allem der Kölner Dom kannst du nur dann bauen, wenn du deine Stadt in vollkommen, also am Arsch und so. Ich weiß nicht, ob die Spieleentwickler irgendwas gegen Köln haben. Ich weiß es nicht. Fragt Chuck Norris. Ja. Schiene. Nein. Okay, das geht. Ach, jetzt muss ich hier zwischen den Pfeilern durchkommen. Hat sogar geklappt. Und da fährt schon der erste. Wo fährst du denn hin? Okay, du exportierst komplett. Oh, da brennt's. Aber Feuerwehrabdeckung sollten wir ja hier haben. Haben wir auch. Warum haben wir da keine Krank... Also das ist, ja. Friedhofkapazität geht auch noch, wenn wir es gerade sehen. Feuerwehrabdeckung haben wir. Polizeiabdeckung haben wir auch. Gut. Die Keksdose, die ist leer. Glaube ich. Ich habe lange keine Inventur mehr gemacht. Oh, das wird jetzt schwer. Das wird jetzt ein bisschen schwer, wie ich... Ui. Wobei, nee, müsste eigentlich gehen. Moment. Das kriegen wir hin. Schiene. Entschuldigung. Für die verlassenen Gebäude. Challenge accepted. Ja, nein. Wir holen hier erstmal aus, um dann hier eine etwas sanftere Kurve zu fahren. So. Und jetzt müssen wir noch in die andere Richtung, weil hier kommen jetzt bloß die Züge. Wipp. Sieht immer aus. Ah, das geht noch. Im Prinzip hier wieder unten durch. Warum?
Warum willst du die Kurve machen? Ich hätte gern gerade. Einfach eine gerade. Zwischen zwei Schienen. Einfach eine Kreuzung. Nicht so eine. Halt, falsch. So. Wenn das nicht mal ein riesen Verkehrschaos gibt, dann weiß ich auch nicht. Aber wir haben ein Eisenbahnkreuz. Ja, hier scheint es noch ein bisschen zu steil zu sein. Da gucken wir einfach mal, ob die da arg abbremsen oder ob das geht. Der Bahnhof wird auch genutzt und ich tippe mal, dass es hier nicht lange dauert. Genau, der Bahnhof auch schon. So. Was ich aber gerade erschreckend feststelle, ist, wir brauchen mehr Industrie. Mehr Industrie. Aber warum denn, Ben? Warum denn? Wir können ja. Ja, genau. Ich habe eine Idee. Ich werde es euch auch gleich verraten. Wenn ich die Idee wirklich habe. Nein, ich habe eine Idee. Und zwar gibt es ja noch einen anderen Industriezweig. Der da ist. Wo ist er? Da. Bürogebiet. Wir machen aus Hügel. Wer hat sich den Namen ausgedacht? Wir machen aus Hügel ein. Hügel. Ein Bürogebiet. Und damit wäre das Thema schon erledigt. Warum habe ich hier keine Straße? So. Hügel, genau, Büro Hügel. Und ignoriert, was Kai allein und Wensen da schreiben, sie haben keine Ahnung. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Eigentlich mache ich Bürogebäude immer so, dass sie dann komplett von oben nach unten ohne Querstraßen, was ich hier jetzt allerdings ein bisschen übertrieben fände. Wie viel sind es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das machen wir noch einen Tick anders. Was bist du? Breite Allee mit Gras. Und zwar von da nach da und dann die Mitte noch. So. Sieht doch richtig hübsch aus. Ach, breit im Sinne von einspurig. Aber für die Optik. Und dann können wir hier unterteilen in längs. Moment, eins runter. Eins, sagte ich. Nicht zwei, eins.
Dann hätten wir da Verschwendung. Blöde Aufteilung. Blöde Aufteilung. Moment. Was ja schön ist, weil man ja mittlerweile mit allen Straßen bauen kann, ist die Tatsache, dass Lärm, also diese Lärmbelästigung, das ist ja für Anwohner ist es ja mehr. Und Lärm hängt nicht mehr vom Straßentyp ab, sondern von der Dichte des Verkehrs. Beziehungsweise die Gebäude sind natürlich auch noch eine Rolle, spielen natürlich auch noch eine Rolle. Luftschutzbunker sollte ich mir vielleicht auch noch überlegen, da gebe ich dir recht, Van. Wir bräuchten das große. Aber für den Moment reicht auch das aus. Jetzt haben wir hier eine mittlere Spur, die wir dann umbauen können in diesen. Das da was? Straße. Jetzt brauchen wir hier natürlich noch Wasser. Und natürlich reicht es für hier oben nicht. Mist. Und dann können wir dem Ganzen hier. Es gäbe jetzt auch mittlerweile eine Spezialisierung für diesen Distrikt. Schimpft sich dann IT-Cluster. Sind hübsche Gebäude, aber ich denke mal, hier machen wir einfach ein normales. Das sind dann so Banken und die sonstigen üblichen Verdächtigen. Warum mache ich es mir so umständlich? Die bauen jetzt ja auch alle europäisch. Will ich das? Passt halt nicht zu dem. Nee. Ich hätte gern Vanille. Danke. Die europäischen Gebäude sehen sehr, sehr hübsch aus, finde ich. Vor allem schließen die, also das ist dann so eher so Berlin-Großstadt-Style. Sie passen dann allerdings hier erstmal nicht zu den Hochhäusern. Und wir bauen hier drüben ein europäisches Viertel und da passt dann auch das besser dazu. Ria, herzlichen Dank für den Host. Willkommen im Stream. Wer zeichnen, eine sehr, sehr begabte Zeichnerin sehen will, von der ich auch meine wunderschönen Emos bekommen habe, die ich mal kurz spammen werde. Paria reingucken. Spielen tut sie gerade hauptsächlich, lass mich nicht lügen, Guild Wars
2, 3, online, 2, 3, ich kann mir den Namen nicht merken, Entschuldigung. So, jetzt seht ihr, das sind jetzt hier in Anführungszeichen normale Hochhäuser und nicht mehr die europäischen, beziehungsweise die europäischen verschwinden mit der Zeit und werden ersetzt. Passt einfach vom Stil her besser zu denen hier. Jetzt machen wir noch eins, weil ich schon wieder. Blub, 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 blub. Einfach um ein zusammenhängendes Einkaufsgebiet zu haben. Baby Rolli! Empire Universe, Empire Universe, Empire Universe. Da fehlt mir gerade der Name, da fehlt mir gerade das Bild dazu, kenne ich gar nicht. Empire Universe. Was wir jetzt natürlich hier auch machen können und sollten, wir haben ja bisher bloß eine Straßenbahnlinie, da können wir jetzt noch eine zweite dran klatschen. Die machen wir allerdings andersrum, genau. Rein. Da, da, da. Einmal da. Und hier und hier. Weil die ich hätte jetzt fast Sims gesagt. Wie nennt man die Einwohner in City Skylines? Die City Skylanders? Die Skyliners? Die Citizens? Die Anwohner? Nutzen ja, also die sind so programmiert, dass die bevorzugt Nahverkehrsmittel nehmen. Und wenn dann so Haltestellen nebeneinander sind, dann machen die es auch so. Also wenn jetzt hier hinten einer nach da oben will, dann steigt er hier in die Straßenbahn ein und steigt dann hier um nach da zu kommen, zum Beispiel. NPCs. Nein, Spack, nein, Ace, nein, nein. Haben wir bei den Eisenbahnen schon irgendwo einen Stau? Nein. 100 Stück. Transportiert 100 Stück und 100 Cargo Transport 100. Okay. Ach so, das heißt wahrscheinlich plus hier Transport plus 100 oder sowas in der Richtung. Arme Schweine. Man. Yeah. Halt, Fahrradfahrer? Nee, Jugendlicher. Fahrradfahrer? Junger Erwachsener. Mist, den kriege ich jetzt nicht. Ich möchte nicht das Fahrrad umbenennen. Hier muss doch irgendwo. So. Willkommen in meiner Stadt, Wensen. Opfers. Keine Angst, Vincent, der despawnt irgendwann und dann hast du da, bist du von deinem Elend erleichtert. Ich wüsste auch nicht, wie ich den wiederfinde. Oh, jetzt bist du aber gemein, Ace. Jetzt bist du gemein. Oh, wir haben eine Leiche, das heißt, Moment. Ja, ich sollte noch einen zweiten Friedhof bauen.
Damit sollte das auch erledigt sein. Ja, der Kanal funktioniert immer noch nicht. Das ist ein Dahingeplätschere und nee. Kanal, Kanal, Kanal. Das bist du schon. Wenn ich breit flach sage, was passiert dann? Dann schwappelt es erstmal wieder. Dann lass uns mal schwappeln. Ich hätte halt immer noch gern, dass es hier. Was war das? Vogel, geh aus dem Bild. So eine Kamera, geile Müll. Ich hätte halt immer noch gern, dass es hier ein bisschen höher. Oh, jetzt sieht das scheiße. Nein, nein. Hat die Sache nicht besser gemacht. Machen wir es wieder zurück. Ja, das Wasser ist in diesem. Nein, nicht überlaufen. Nicht überlaufen. Nein. Schlimmer als Minecraft-Wasser. Das Wasser hier ist irgendwie absolut nicht berechenbar. Also. So eine große Nachfrage nach Gewerbegebiet hatte ich, glaube ich, noch nie. Warum Strom? Ach du Schande. Ich muss schon wieder ein Kraftwerk bauen. Das Geothermie-Kraftwerk rechnet sich zwar von, also die 1300 auf die 80 Megawatt, das rechnet sich pro Kilowattstunde, plus die Anschaffungskosten für 81.000. Seid ihr noch ganz bacher? Die sind auch Hammer, aber halt auch sackteuer. Der Einflusswinkel stimmt nicht. Nicht gerade. Ah, ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Aber erstmal kurz das Stromproblem. Wieso dürft ihr entscheiden? Also Staudamm geht auf der Map leider nicht. Den kann ich nirgends wirklich platzieren. Aber wieder die Frage, Öko oder Hauptsache Strom? Ja, wie geht's dir? Müde bist du? Gerade so viel Stress auf der Arbeit. Feiertage sind doch erstmal rum bis Weihnachten, oder ist es schon vor Weihnachtsgeschäft? Sind die Leute schon so drauf? Öko, Öko. Wir machen einen auf Öko. Jetzt geht mir das Wasser aus. Ah, Strom. Warum bricht mir gerade der Strom zusammen? Entschuldigung, habt ihr nicht gesehen. Warum bricht mir gerade so extrem der Strom zusammen? Hat das was mit dem. Oh, Moment. Nö. Ist irgendein Kraftwerk ohne Ressourcen? Hat irgendwo der Blitz eingeschlagen und deswegen habe ich keine Stromleitungsverbindung. Nö, passt. Passt. Passt, passt. Ich bin von 600 Megawattstunden auf 420 runtergebrochen.
AKW geht noch nicht, da brauche ich die 38.000. Also im Prinzip das gleiche wie mit Schiffchen. Plätzchenteller dekorieren, abpacken, aufzeichnen, nebenbei normal verkaufen und Laden sauber halten. Alleine. Warum wieder alleine? Da soll man Leute anstellen. Gerade verstehe ich nicht, warum mir hier so. Ja, da steht Sonneneinstrahlung 52%. Heißt es aber auch, dass ich nur 52% von den 240 Watt habe? Weil bei allen anderen Kraftwerken zeigt ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel ans Staudamm denke, da passt sich das ja an. Das wird jetzt nicht reichen. Warum? Oh, da ist der Blitz eingeschlagen. Die bekommen kein. Ja, wenn er nicht mehr schmeckt, dann kann man Kaffee auch mal wegschütten. Im Notfall kann man eine Gesichtspackung draus machen oder so. Das war das Problem. Der Blitz ist hier eingeschlagen, dadurch hat Wasserversorgung und ohne Wasserversorgung funktioniert ein Solarkraftwerk nicht, wie jeder weiß. Gut. Der Kreisel funktioniert relativ gut, finde ich. Finde ich positiv, finde ich gut. Der Stau hier hat sich auch mittlerweile gelegt, das ist auch schön. Was macht der Stau hier? Ja, ist auch besser geworden. Also wie gesagt, diese Zugdinger bringen doch sehr einiges. Einen wunderschönen guten Abend, Norbert. Hast du den Tag gut überstanden? Deine 10 Stunden Vorlesung. Was hattest denn du heute, dass du 10 Stunden am Stück Vorlesung hattest. Wo ist mein Fahrzeug? Da. Mit Quark verrühren, nachzuckern, ein bisschen Sahne. Oh. Aber zum Glück habe ich noch ein bisschen Mousse au Chocolat im Kühlschrank, das ich mir nachher zu Gemüte führen werde. Ja, Atze, davon wird es ein Foto geben. Badge. Wobei die Verpackung von dem Ding etwas eklig, also nicht eklig, nee, das war falsch ausgedrückt. Die Verpackung von dem Mousse au Chocolat sieht nicht eklig aus, ist aber nicht besonders schön anzusehen. So rum ist die richtige Formulierung. Und warum habe ich hier so mittendrin, also das war das, ja. Machen wir das Ganze mal ein bisschen großflächiger. Von 12 bis 14 Uhr Pause, 2 Stunden Mittagspause. Boah.
Kann das Gewitter mal aufhören, bitte? Danke. Aber Industrie haben wir jetzt auf jeden Fall abgefertigt. Dafür müssen wir noch irgendwo ein Gebiet hinpflanzen, wo rein. Rein Gewerbegebiet ist. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das hier hin machen sollen. Aber bevor ich es vergesse, die Idee mit dem Kanal. Oh mein Gott, das gibt jetzt wieder Überschwemmung. Das wird jetzt Überschwemmung geben, weil dazu muss ich es abreißen. Das heißt, das Wasser wird erstmal flop machen. Doch nicht? Okay. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob man Kanal auch anwinkeln kann. Nein, kann man nicht. Okay, wir haben Überschwemmung, wir haben Überschwemmung, wir haben. Ach du Schande. Na, es hält sich, es hält sich, es hält sich, es hält sich. Genug von der Uni gelabert. Okay, ich habe die Uni schon wieder vergessen. Das seht ihr gerade nicht. Das Problem mit dem Zulauf. Oh, da ist knapp. Bleib unten, bleib unten. Perfekt, bleib unten. Und wir haben ein Müllproblem, sehe ich hier gerade. Ja, ich muss für City Skylines noch einen anderen machen. Das Problem ist, wenn man mal die Höhenlinien anguckt, war das schon in Anführungszeichen realistisch. Wenn du guckst, wie tief das Wasser ist, das kann ja gar nicht hier aufstauen. Das geht ja gar nicht. Also, das heißt, wenn ich hier nur einen Zufluss mache, kann das Wasser ja maximal bis zu dem Ding hier steigen. Also bis zu dem Ring hier ungefähr. Und nicht höher. Geht ja nicht. Naja, jetzt müssen die Bootfahrer zumindest nicht mehr ganz so weit runterspringen. Das ist schon mal etwas. Kann der Gewittersturm mal vorbeigehen? Müll. Wir müssen uns um den Müll kümmern. Ich hätte halt gern die große Verbrennungsanlage, damit wäre halt einiges schon weg. Bauen wir das Ding halt. Aber wohin? Ach, die emptied. Dann machen wir da noch eine zweite hin. Die emptied. Boah. Die leert sich. Entschuldigung. Oh, Strom gekappt, Strom gekappt, Strom gekappt. Aber langsam haben wir noch eine schöne Großstadt. Wie sieht's mit den. Nein, das wollte ich nicht. Bevölkerung. Was ist das hier? Warum ist das so rot? Keine Ahnung. 87 Geburten und 61 Tote die Woche. Okay. Wo da, das da wollte ich. Okay. Wir haben hier noch einiges an Potenzial, was die Dings angeht. Das heißt, wir können die Qualität, also die haben ja verschiedene Stufen.
Da können wir ein bisschen die Qualität erhöhen, indem wir einen Park hinbauen. Welchen nehmen wir denn? Nehmen wir den Paradox. Nope. Nächste Stufe heißt mehr Geld und mehr Kapazität. Also sprich, wir müssen nicht neues Gebiet ausschreiben, sondern durch die Verbesserung wird hier wahrscheinlich dann auch ein bisschen weggenommen. Was braucht ihr denn? Service. Ja, jetzt macht es hier schön Ding, 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 Ding. Das ist auch gut. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Oh, wir brauchen eine Uni. Wir brauchen eine Universität. Entschuldigung, Novert, Entschuldigung. Aber die Universität brauchen wir. Wo bauen wir denn die hin? Bauen wir die auf den Hügel? Ich hätte halt gerne eine Straßenbahnanbindung. Und hier seht ihr auch den Grund, warum ich nicht einfach direkt die Verbindung gemacht habe. Diese Züge können auch Staus bilden. Und dann hast du da stehende Züge, das sieht nicht schön aus. Deswegen möglichst weit die Verbindungen, dass die schnell weg können auf die Haupttrasse. Uni Hügel Hügel. Hier mitten rein. Oh nö. Das ist ja dann eine reine BWLer Uni. Was für Unis haben wir denn? Wir haben sowieso gerade kein Geld. Aber wir haben die Wahl zwischen drei Unis. Wir haben die europäische. Geh weg da. Moment, ich zeig's euch hier. Die europäische. Wir haben die Standard-Internationale. Und durch das Öko haben wir Institut der modernen Technik. Die sieht so aus. Wir haben keine Uni, Van. Universität haben wir noch keine. Wir haben Grundschulen, wir haben zwei Oberschulen. Aber Universität haben wir noch keine. Die dritte ist nice. Guten Abend, Razor. Wie geht's dir? Gut in die Woche gekommen? Die dritte sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Was kostet die? 112.000. Haben wir gleich. Ist jetzt bloß noch die Frage, wohin? Ich bin ja wirklich in der Versuchung, die hier hin zu pflanzen. Also das da. Hierhin. Dann hätte ich auch die Frage mit der Straßenbahn erledigt. Techniker, hab ich irgendwas verpasst, Ria? Sorry, ich war heute etwas auf Twitter nicht ganz so die letzten Tage aktiv. Internet-Put oder wie? Ach, du ziehst um. Ja, stimmt. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Dummes Hörnchen, dummes Gedächtnis.
auch mal vorsichtshalber gleich jenes. Ja, drücke ich ja auch ganz doll die Daumen für. Oh oh. Wir haben das nächste Atlantis. Och, Menno. Ups. Der Skaterpark ist etwas unter Wasser. Die Jungs werden jetzt hier ihren Spaß haben. Ja, dass Ria umzieht, habe ich auch mitbekommen. Ich habe bloß vergessen, dass es jetzt soweit ist, beziehungsweise dass sie dabei sind. Das einzig Positive an dieser Überschwemmung ist, die Boote sind jetzt endlich mal auf Steghöhe. Wasserskipark, ja, so ungefähr. Ja, kann man. Immer positiv denken, sonst würde ich ja nicht durch den Arbeitstag durchkommen. Nein, ich liebe meine Arbeit. Jetzt lassen wir den mal wieder austrocknen, dann setzen wir das Ding hier ein Stückchen nach unten in der Hoffnung, dass es wirklich bloß bis dahin auffüllt, wo hier irgendwo... Ich gehe mal davon aus, dass hier sozusagen da irgendwo eine Grenze ist, bis wohin das Wasser steigen kann. Das kann ja nicht unendlich steigen. Ja, das ist ein quasi Allround-Spiel. Also, Uni habe ich gesagt, hier hoch. Schauen wir mal da, dann gucken wir mal, wie die Uni da oben aussehen würde. Bitte weg. Hat was. Hat was. Jetzt hätte ich gerne hier den Tunnel. Warum möchte ich einen Tunnel? Eigentlich wollte ich da oben ja nichts hinbauen. Eigentlich möchte ich das ja grüne Wiese lassen. Bis hier hin und dann können wir wieder hier rauskommen. Perfekt. Natürlich braucht die noch Strom und Wasser. Wie sieht es denn eigentlich aus? Strom haben wir jetzt. Okay, dann lag es doch daran, dass die irgendwie zu wenig. Dann geht hier also wirklich mit der Intensität. Okay, da haben sie es da entweder Bug oder sowas, weil bei den anderen zeigt es, wie gesagt, wenn hier Sonnenintensität weniger wird, dann geht hier auch der Wert runter. Ja, hab ich, wenn. Ich finde, die Uni passt da schön rein, auch mit den Bäumen, wo sie davor hat. Erinnert mich ein bisschen an die FHA, wo ich studiert habe. Ja, die haben mich zugelassen. Fragt mich nicht wie und dass ich da sogar Diplom bekommen habe, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber die war auch so im
Stadtvorwald ein bisschen. Das passt. Okay. Was machen wir jetzt mit dem Ding hier? Also zur Erklärung, warum ist das Loch hier überhaupt? Also das ist nicht von dem Kartenmacher, sondern hier ist ein Meteor eingeschlagen. Ja, die erste Katastrophe, die wir in diesem Spiel hatten, war ein Meteor. Alles gekauft? Ja, nein. Oh, ich denke, wir können auch die letzten für die, die sich jetzt fragen, ihr werdet ja bloß Hochhäuser bauen, ja und nein. Hier in diesem Viertel auf jeden Fall, ja, hier habe ich gesagt, da seht ihr ja, da gibt es so kleine Fleckchen. Meine erste Idee war da Industrie hinzubauen, also normale Industrie. Meine zweite Idee ist jetzt zu sagen, okay, diese kleinen Flättchen werden Ortschaften und da wird dann flach gebaut. Da kommen dann keine Hochhäuser hin. Auffüllen und weg mit dem Loch. Nee, Ace, da hat der Chat das letzte Mal anders entschieden. Deswegen bleibt dieses Loch und wird mit Wasser oder sonst irgendwie gefüllt. Sind es. Also die gelben Flächen sind Äcker. Warum er hier zwischendrin Öl hat? Ich weiß es nicht. Und warum wird hier Öl nicht mehr angezeigt? Ich habe doch eigentlich gesagt, unendlich Bodenressourcen. Ja, also wie gesagt, diese gelben Flächen hier, die ihr seht, sind Äcker oder werden mal landwirtschaftliches Gebiet. Das hier wird Forstwirtschaftsgebiet, aber diese schwarzen sind halt Ölfelder. Sprich, wir haben hier mittendrin Ölfelder. Diese gelben hier, das sind Äcker. Und das wird Ölfeld. Du meinst wegen den Strahlungseffekten, die das Wasser dann hier hat? Durch die Reste vom Meteor? Ja, das kann durchaus sein. Vulkan, stimmt. Bei uns gibt es Mineral, also römische Bäder, Mineralbäder. Noch aus der Römerzeit. Wie mache ich das denn mit dem Kanal? Moment mal, ich habe eine andere Idee mit dem Kanal. Ich habe eine andere Idee mit dem Kanal. Mal gucken, ob das tut. So. Und jetzt gehe ich einfach nur bis hier hin. Jetzt sollte sich. Mist. So war es nicht geplant. Moment. Halt. Stopp. Nein. Solle. Jetzt sollte sich das Wasser füllen. Jetzt haben wir im Prinzip das, was ihr meintet. Es könnte sich das hier füllen, dadurch, dass es aber nicht bis auf die Ebene runter geht, müsste es sich hier jetzt dann natürlich abbilden und ja, mal gucken. Ich laber wieder Scheiße, ich weiß. Also hier müsst ihr jetzt einfach überfluten und abfließen. Weil Gefälle haben wir hier, also es dürfte eigentlich auch nicht die Gefahr bestehen, dass das Wasser hier links und rechts überschwappt. Das Spiel trollt mich. So. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir diesen natürlichen Übergang, der höher ist als das eigentliche Wasser. Bin ich mal gespannt. Wo Pommes? Wo Pommes? 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 Sprach es, ja, sprach das Hörnchen.
Es ist leider auch schon der flachste. Alle anderen Kanäle sind tiefer und dadurch nicht ganz so geeignet dafür. Ich verliere Leute. Warum verliere? Achso, ich habe ja, ja, ich habe abgerissen. Alles gut, alles gut, alles gut. So, die Uni Hammer. Wird auch gut besucht. Dadurch sollte sich hier irgendwann mal das mit den Hochgebildeten erledigt haben. Jetzt können wir da natürlich noch eine Straßenbahnlinie hinbasteln. Da können wir direkt hier halten. Machen wir da mal einen Stopp in einem Bump. Nee. Man sollte die Straße vielleicht auch zu Ende bauen, dann kann man die auch wirklich verlegen. Da brauchen wir ein Brückchen. Warten. Da kann man ein ganz flaches Brückchen, müsste da eigentlich auch gehen. Ja, genau. Bau darüber ein. Da hinten habe ich eine Brücke über der Autobahn. Einfach nur eine Brücke. Und hier will er Bögen bauen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Der wird da echt ne Ort bereits belegt. Ja, willst du mich verarschen? Das ist halt wieder das Problem mit dem Pfeiler. Da war's, da war's, da war's, da war's. Da hat's gerade blau geblinkt. Es geht also. Da. Kann man ja mal so bauen. Kann ich machen. Die Frage ist bloß, wo meinst du jetzt, dass ich die Erde wegnehmen soll? Schaut dann aber kacke aus. Siehst du auch so, also kacke, also abreisen. Mist. Am Fluss. Kann ich machen. Aber wie gesagt, es bringt nichts. Der Wasserspiegel wird dadurch da hinten nicht höher werden. Das kann ich besser. Motivationsschub, genau das, was ich brauche. Kein Druck aufbauen. Der Bogen ist wohl wegen dem Kanal. Nur fürs Auge, ja, kann ich machen nachher. Jetzt kümmern wir uns erstmal geschwind um die Brücke hier.
Das meinte ich mit schade, dass man hier keinen Einfluss drauf hat, wie die Brücken ausschauen. Die schauen halt aus, wie sie ausschauen. Dazu ist er noch schief. Okay. Das ist nicht symmetrisch, ja. Das ist nicht mal gerade, ich weiß aber gerade gar nicht warum. Wir versuchen mal Trick 23. So. Von der Seite? Nee, muss länger sein. Ich vermute mal, Moment mal. Nee, gleich hoch sollten sie eigentlich sein, rein optisch gesehen. Ja, das ist jetzt ein Stück zu nah. Könntest du aufhören hier? Warum? Ich hätte gern 180 Grad. Keine 177, 180. Danke. Und jetzt? Besser wird das nicht. Das ist der Sinn, genau. Zum Glück hat noch keiner herausgefunden, dass der Ankbot auch ein Quotsystem hat. Oh, hier gab es wohl einen Großbrand. Ja, hier brennt immer noch. Das ist ein natürlicher Prozess, das muss so. Spartaner muss wieder petzen. Ja, doch, es ist mittig, aber das Problem ist, also im Prinzip wäre es mittig, wenn hier nicht der... Das geht nicht, weil da... Der wird dann Pfeile da unten hinbauen. Und wenn ich es umgekehrt mache... Bäh. Was zum... Warum? Warum macht er da so ein... Hot Wheels, genau, 200 km/h, gib ihm. Das tut auch nicht.
Bevor ich vergesse, dich wollte ich etwas nach unten versetzen. Etwas nach unten versetzen. Versetzen wir es dahin. Das Spiel trollt mich. Habe ich das schon mal gesagt? Es kann doch nicht so schwer sein, eine Brücke über einen Kanal zu bauen, die gut ausschaut. Oder ist die Position des Kanals das Problem? Ist der nicht im rechten Winkel? Ist der schräg und deswegen problematisch? Ja, ich weiß, gleich gibt es wieder Überflutung. Wo kommt das ganze Wasser daher? Ist ja grausam. Stromleitung. Könnte da bitte eine Stromleitung drüber gehen? Okay. Nein, wir haben kein Atlantis. Das bildet ihr euch nur ein. Das ist Hausputz. Oder so. So geht's also auch nicht. Also direkt drüber geht auch nicht. Da macht er keine Brücke draus. Das heißt, ich muss nach oben. Du kannst doch links und rechts. Warum musst du in der Mitte? In der Mitte. Zum Haar rausreißen. Moment. Wenn ich jetzt. Aha, Moment, 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 Moment. Ja, yeah, Überflutung. Nein, 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 gab's keine. Es gab keine. Kaya, von was redest du? So, und dann hier so ganz nah wie möglich. Das gleiche auf der anderen Seite. Ganz nah wie möglich. Und dann die Verbindung bauen. Take this game. Sieht das scheiße aus. Obwohl, kann man eigentlich lassen, oder? Also doch kein Looping, nein, kein Looping. Das kann man doch jetzt so lassen, oder? Das sieht doch jetzt. Ich würde jetzt nicht sagen schön, aber hässlich auch nicht mehr. Bauen wir noch mal hier eine hin. Und da, 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 hier, oh, jetzt haben wir einen Kreisel. Alle Marken sind anschaulich. Danke, 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 danke. Jetzt muss bloß noch das Wasser steigen.
Bin jetzt einfach mal nur gespannt, bis wohin dieser nach unten verlegte Wasserdinger jetzt auffüllt, ob der sich selbst überflutet oder ob der eine gewisse Sperre drin hat. Genug Steuergelder verschwendet? Ja, ich hatte mal im sechsstelligen Bereich, wenn es bloß noch ein Netter. Gut. Das sieht fast so aus, als würde der Wasserpegel da jetzt bleiben. In der Hoffnung, dass wenn Überflutung, es jetzt hier sozusagen drüber schwappt. Einfach mal abwarten. Da steigen sogar Leute ein. Was habt ihr hier draußen gemacht? Möchte ich das wissen? Wo ist der Eisberg? Der kommt noch. Noch ist unsere Stadt ja sehr, sehr, sehr beschaulich. Fahren wir mal im Randgebiet entlang. Also das mit den abgestimmten... Na doch, geht. Die ist jetzt sogar voll. Okay. Na komm. Okay. Schade, dass es die hier nicht gibt, also mit der Straßenbahn in der Mitte, so wie ich es im Prinzip aus Stuttgart kenne, wo die Straßenbahn im Prinzip in der Mitte der Straße hier links und rechts grün und dann. Das wäre noch schön, so eine Straße zu haben. Aber gucken wir nach dem Bedürfnis. Ein Bedürfnis ist Wohngebiet. Ja, da wird es langsam eng. Da könnten wir aber durch Parks und andere Verbesserungen dafür sorgen, dass die in der Qualität mal steigen. Indem wir zum Beispiel ein paar Grundschulen spammen, weil Grundschule ist ein bisschen unterversorgt. Dann brauchen wir hier noch eine. Das sollte schon etwas helfen. Ja, ich höre schon das Klingen, Klingen. Ist halt so typisch amerikanischer Style, aber wie gesagt, bei der Großstadt mache ich das einfach so, weil sonst der Verkehr nicht mehr handelbar ist. Wenn man hier europäisch mit Kurven und so weiter baut, das machen wir dann hier. Aber dieses quadratisch praktisch Gute wird leider von dem Spiel belohnt, dadurch, dass die KI so blöd ist. Ist halt nun mal so, kann man nicht ändern. Was wir ändern könnten, wir könnten... Es gibt da so zwei schöne Bahnhöfe, die man gerade beide nicht leisten kann. Ein großer Endbahnhof. Also ein Kopfbahnhof, Stuttgart 21. Oder ein Durchgangsbahnhof. Und da bin ich überlegen, den einfach hier ran zu flanschen, dann ein Gleis zu lassen, was geradeaus fährt. Oder ein Endbahnhof. Ne, Endbahnhof machen wir hier nicht. Endbahnhof können wir hier drüben vielleicht einen hinpflanzen. Wobei sich hier ein Durchgangsbahnhof vielleicht noch ein bisschen besser anbietet, wenn du hier sowieso die Schienen mitten in der Stadt hast. Oh, wir sind in der Hauptstadt. Ach du Scheiße. Schiffchen! Wir können einen Hafen bauen. Und den ökologischen Abwasseraufbereitungsanlage. Die ökologische Aufwasserauf...
Ökologische Abwasseraufbereitungsanlage. Verflixt nochmal. Und ein neues Gebietchen kaufen. Gebiet kaufen ist eigentlich klar, wo die Reise hingeht. Wir wollen nach da oben. Ja, toll, jetzt kaufe ich den Zipfel und hab dann davon nichts. Ja, ein bisschen nur, wäre auch nur ein bisschen. Oder gehen wir nach unten? Nein, wir gehen nach da. Gerade bei Schiffchen musst du gehen. Ja gut, ich sehe gerade auch die Uhrzeit. Lang geht's auch nicht mehr. Von da wirst du nicht viel mit den Schiffchen verpassen. Weil das Geld habe ich dazu sowieso noch nicht. Also die sparen wir auf. Bleibt der Zug? Bleibt die Frage, machen wir hier einen Durchgangsbahnhof und da unten einen Kopfbahnhof oder umgekehrt? Ich denke mal schon, irgendwie würde hier ein Durchgangsbahnhof schon eher passen, so wie die Schienen gelegen sind. Das heißt, Entschuldigung, wir machen hier einen Kopf, also einen Endbahnhof. Ne, den machen wir erst, wenn ich das Stückchen gekauft habe, weil dann bauen wir den dahin. Und dann haben wir hier auch gut Platz für ein Gleisvorfeld, eben um dann Zugstaus zu verhindern. Und wir können hier direkt die Autobahn anbinden. Ja, so machen wir das. Ja, in Stuttgart gibt es schon ein bisschen mehr Jobs, aber ja, ein Großteil von Stuttgart hängt von Mercedes und den Zulieferern ab, auch die Region, wo ich ja lebe. Es gibt einen Haufen anderes. Bosch ist ja hier sehr aktiv, Siemens ist ja hier sehr aktiv und nicht nur im Automobilbereich. Aber ja, wenn die Autoindustrie kränkelt, dann geht es der Region nicht besonders gut. Das ist so. Das ist so. Es sind viele Jobs, aber bei weitem nicht so viele, wie man immer befürchtet. Das scheint jetzt zu heben. Warten wir mal ab, ob sich das vielleicht noch weiter. Auch wenn ich weiß, dass hier ist kein Abwasser, sondern ist Frischwasseraustritt. Es sieht schon ein bisschen aus wie. Also farblich ist da jetzt kein großer Unterschied. So. Aber wie gesagt, ich würde Feierabend machen für heute. Morgen habe ich Handballtraining. Nächsten sicheren Stream gibt es am Donnerstag. Mittwoch muss ich gucken, da werde ich mich auch ein bisschen mit Mary absprechen, weil die ja am Mittwoch immer streamt. Und das ist ihr einziger Tag in der Woche ist, wo sie streamt. Wo ich auch wach bin. So rum muss man es vielleicht formulieren. Nesquik-Brunnen. Lecker Kaba. Hat jetzt Erik gesagt, nicht ich. Wenn ihr wissen wollt, wann, wie, wo, was, lasst ein Follow da, beziehungsweise guckt bei Twitter. Twitter-Account ist unten angegeben. Da melde ich einfach immer am frühesten an, ob, wann, wieso, weshalb, weswegen. Spam euch ansonsten nicht wirklich zu. Ich bedanke mich für die Hosts, ich bedanke mich für die Follows. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Aber bevor ihr abhaut, lasst mal kurz gucken, wer denn noch alles online ist, wo wir denn euch hinbringen können. Ich bedanke mich auch, dass ihr so lange ausgehalten habt mit mir heute.
Ich weiß schon wohin, zum Pfeifelchen. Wenn die Seite mal laden würde. Genau da. Die spielt ein bisschen Dead by Daylight. Lasst einen lieben Gruß von mir da. Wie gesagt, sicheren nächsten Stream gibt es am Donnerstag. Morgen Handballtraining, ob ich davor noch Zeit habe, kommt drauf an, wie ich von der Arbeit nach Hause komme. Mittwoch auch fraglich. Deswegen, wenn ihr an den Tagen früher Bescheid wissen wollt, ob oder ob nicht streamen, einfach bei Twitter gucken oder hier auch in der Kanalbeschreibung. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Mitsalzen. Wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss.